Hallo und herzlich willkommen. Heute im Test die Jabra Rivo. Dabei handelt es sich um edle Designer-Kopfhörer der Marke Jabra. Wir beginnen wie immer mit dem Lieferumfang. Und der sieht wie folgt aus. Wir haben natürlich die Kopfhörer selbst mit dabei. Die schauen wir uns aber gleich noch ein wenig genauer an. Als nächstes mit im Lieferumfang eine Aufbewahrungs- bzw. Tragetasche. Hier lassen sich die Kopfhörer perfekt drin verstauen oder irgendwo mit hinnehmen. Als nächstes mit dabei das 3,5 mm Klinkenkabel. Praktisches Feature, wir haben eine fest eingebaute Fernbedienung. Hiermit lassen sich zum Beispiel Musiktitel oder Lautstärke ändern. Zu guter Letzt noch mit dabei ein Getting Started Paket. Hier drin finden wir Informationen rund um die Kopfhörer, erste Hinweise und Bedienungsanleitungen. Und nun zu den Kopfhörern selbst. Sie lassen sich natürlich in der Größe verstellen und sind sogar einklappbar. Sie passen sich insgesamt jeder Kopfgröße perfekt an. Sowohl Hörmuscheln als auch der Bügel auf der Oberseite sind sehr gut gepolstert und fangen auch nach mehreren Stunden Musikgenuss nicht an zu drücken. Das liegt auch daran, dass die Kopfhörer gerade mal 230 Gramm wiegen. Zum Schluss wie immer noch mein persönliches Fazit. Insgesamt bin ich mit den Jabra Rivo wirklich sehr zufrieden. Sie sehen nicht nur super aus, sondern bieten eine schöne Klangqualität mit guten Höhen und Tiefen. Besonders tiefe Bässe können die Kopfhörer perfekt wiedergeben. Und wer noch mehr Einstellungsmöglichkeiten möchte, der sollte sich am besten mal die Jabra Sound App herunterladen. Diese wurde eigens für die Kopfhörer entwickelt und bietet viel mehr Einstellungsmöglichkeiten und einen eigens designten Musikplayer. Weitere Informationen gibt es auf www.jabra.com. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.